Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft der Baubranche? Also der klassische Baumeister, den es heute schon selten gibt, der wird sich natürlich in Zukunft verändern. Das sieht man heute schon, dass also viele Aufträge schon die Baufirma komplett übernimmt. Das heißt, die Baufirma hat nun nicht den Baumeister dabei, sondern das Baumanagement, den Fliesenleger, den Installateur und so weiter. Das wird sich natürlich in Zukunft noch stärker in die Richtung bewegen. Das heißt also, es werden viele Bauteile schon vorgefertigt auf die Baustelle kommen, um die Bauzeit zu verkürzen und den Bau noch exakter und genauer herzustellen. Und das wird natürlich in der Wirtschaft natürlich einen Umschwung geben. Das heißt, die Arbeiter, die jetzt auf der Baustelle mit der Scheibtruhe herumfahren oder mit der Schaufel oder mit den Spaten, die wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Das heißt, dann müssen sich auch die Baufirmen natürlich immer an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen. Ja, so ist es ja in jeder Branche. Wir verändern uns ja so schnell. Die heutige Zeit ist so, dass ich, also in meinem Betrieb sehe ich das, also alle 2 Jahre gibt es eine Veränderung. Früher habe ich 5 Jahresstufen gehabt, zuvor 10 Stufen und jetzt 2 Jahresstufen. Das heißt, in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich Jahresstufen haben.